genau diese Informationen, die da durch und durch kommen. Das ist einfach Informationsmedizin pur. Also wie gesagt, wer Interesse hat, bitte sich bei Februar einschreiben lassen. Gut, jetzt machen wir mal weiter bei dem Wolfram. Und ja, was kann man, das fällt mir jetzt gerade so mal ein, wenn man jetzt hier mal anschaut, da war ja Fibroblasten und Killerzellen. Ja? Im Zeitalter des Internets, was würde man da machen? Ist mal jetzt einfach mal so aufs Geratewohl. Fibroblast-Mini. So, der kommt jetzt hier hoch. Fibroblast-Definition von Ansatz.com. Schauen wir uns mal an. Und da sagen die hier, ein Fibroblast ist eine Zelle, die gefunden wird in im Verbindungsgewebe, ja, verschiedene Formen und wird assoziiert mit Kollagen Fiber, also wie sagt man, Zellgewebe und verbindenden Gewebe. Ne? Das ist jetzt interessant, wenn ich da wirklich eine Verbindung haben will. Ja, wir haben ja gesagt, wie kann man das jetzt verbinden? Ja, was war das andere, der andere Teil? Was war überhaupt seine Frage? Ja, was war der Filter, den wir eingegeben haben? Umbruch versus Beständigkeit. Beständigkeit. Ja, und welcher Teil in unserem Körper verkörpert Beständigkeit mehr als jedes andere? Das Bindegewebe. Das ist genau das, was ein Fibroblast ist. Das ist das Bindegewebe, Zelle. Und auf der anderen Seite war die Killerzelle. Ja? Also die Killerzelle ist Umbruch, Veränderung. Ja? Veränderung. Umbruch ist ja absolut archetypisch. Ja? Jetzt verstehen wir, das reflektiert das. Das reflektiert den gleichen Konflikt. Ja? Jetzt hätte es auch irgendwas anderes hochkommen können, wo wir das ein bisschen anders verstanden hätten. Aber es geht nicht ums Verstehen, es geht um einen Repräsentanten finden, den wir dann als Matrix kommunizieren können. Und da schauen wir jetzt mal da rein, was es da sonst noch gibt. Ja. Und da zeige ich Folgendes jetzt zum Beispiel, der Michael Kallup, der ist extra hierher gefahren am Freitag aus Wien, konnte aber jetzt dieses Wochenende nicht da sein, nur um zu zeigen, so ein paar Module, die er jetzt gerade macht, in deutscher Sprache. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die Module machen, die ihre eigenen Erfahrungen da einbauen. Also wie Gabriele, wenn du jetzt, du kannst deine Module machen, deine Gruppen machen, wo die Erfahrung eingeht. Ja? Und der hat da zum Beispiel mit dieser Akupressur Modul gemacht, das zeige ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, überhaupt nicht. Da haben wir hier die ganzen verschiedenen Gruppen und da kann ich jetzt auch einfach alles auswählen und dann auswerten. Wechseljahre beschweren. Wechseljahresbeschwerden sogar das zweite Mal auch noch. Ja? Ha! Mensch, wie kann ich das? Da muss ja jetzt wirklich was schiefgelaufen sein. Oder bist du vielleicht ein Transvestit? Ja? Das kann doch wohl ja nicht sein. Wechseljahre bei einem Mann. Aber wie nennt man das bei einem Mann? Das gibt es ja.
Midlife Crisis. Nein. Da gibt es ein ganz echtes, richtiges, waschechtes medizinischen Fachausdruck. Das Kind, wisst ihr alle nicht, ist die Andropause. Die Andropause. Ja? Glaubt ihr mir das nicht oder glaubt ihr nicht, dass das doch, stimmt? Doch. Ja? Also er ist jetzt in der Andropause. Kann stimmen? Kann stimmen, kann nicht stimmen. Ja, also wenn man anfängt zu sagen, stimmt oder nicht stimmt, dann ist man sowieso schon verloren. Weil dann ist man in der linken Gehirnhälfte ja, nein, schwarz, weiß, richtig, falsch, stimmt, stimmt. Ich kenne die Menopause, aber die Andropause kenne ich nicht. Gut, das machen wir jetzt mal für die Leute, die noch hier noch ein bisschen eine Zusatzausbildung haben wollen. Gehen wir mal hier rein, nochmal eine Andropause. So, was wissen wir denn? Aber Andropause, ja. Andropause, Wechseljahre, okay. Midlife Crisis, ja, er stimmt da ganz richtig, ja. Wir wollen ja medizinisch sein, Männer sind anders, oder? Ja? Also hormonelle Ursachen, Behandlungen, ah ja, das wissen wir, er braucht Testosteron. Ja? Jetzt haben wir es. Also, aber jetzt mal, was machen wir jetzt damit? Ja? Das Interessante jetzt zum Beispiel ist Folgendes, dass da zweimal Wechseljahrbeschwerden nacheinander sind, beide sehr hoch. Ja? Und das zweite hat eben Hauptpunkt am Ansatz des Halses pressen, am Ellenbogen drücken, am Mittelfußknochen, des kleinen Zehen drücken, hinten oberhalb des inneren Fußknöchels massieren, Hilfspunkte in der Mitte des Gesäßbackens pressen. Also einfach zusammenkneifen, ja. Ja? Also über den zweiten Kreuzbeinwirbel pressen. Bei starken Wechseljahrbeschwerden sollte man den Hausarzt auch suchen. Also klar. So, was, das ist jetzt die Beschreibung von, wie man das anwenden kann in Akupressur, ja, in Akupunktur. Aber was sehen wir jetzt, was zeigt jetzt dieses wieder? Umbruch. Genau. Umbruch, ja, und beim bestehenden Bleiben. Also besser könnte es gar nicht sein. Hier ist, das brauchen wir gar nicht zwei ankreuzen, reicht eins, weil das beinhaltet schon das gleiche Thema. Ja, also das hat jetzt der Michael Kallup gemacht, das ist auch super, aber da gibt es noch tausend andere Felder, die man mit eingeben kann. Ja? So, jetzt gehen wir mal. Das wird dann zur Verfügung gestellt auf der Homepage. Er macht die jetzt, er tut schon seit einem halben Jahr da rumarbeiten und er hat schon eine ganze Kräuterbibliothek und tausende von Kräutern mit Beschreibungen und macht es auch mal in verschiedenen Sprachen. Er spricht auch Russisch und macht es auch mal in Russisch und Spanisch. Und wenn das dann soweit fertig ist, jeder, der das machen will, wir stellen es uns auf unserer Webseite und ihr bestimmt, wie ihr Kommission haben wollt. 50% oder 50 Euro pro Stück oder was auch immer, und dann bieten wir das an. Ja, und dann kann das jeder runterladen und ab der Version 6 ist es dann auch geschützt. Das heißt, wenn es jemand runterlädt und einem anderen Anwender gibt, dann funktioniert es auf dem seinem Computer. Ja? Das ist dann auch geschützt. Ja? So, gehen wir mal zurück zur Auswertungseingabe. Ah ja, da sind wir hier. Das wollen wir mal jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal auswerten, was kann man sonst noch machen. Und das ist auch etwas Neues. Das haben wir jetzt auch im Moment noch nur in Englisch, aber wahrscheinlich wird es auch in Englisch bleiben, weil es so monumental ist. Das sind 5 Bücher, die nur Symptomen und Krankheitsinterpretationen beinhalten. Es geht also weit darüber hinaus über das, was der Dahlke macht. Geil. Ja, 5 dicke Bücher. Und das ist bei dem Michael Lincoln. Ja, nicht Michael Kallup, sondern Michael Lincoln. Und der sieht also so aus. Der ist über 80 jetzt schon und ist auch ein Informationsmedium. Ja, also diese Bücher schreibt er einfach so diktiert, ja, wird ihm diktiert, ja, oder er empfängt sie halt. Und das wäre sonst überhaupt nicht möglich, wenn man sieht,
der hat da 10, aber vielleicht 3000 Krankheiten und zu jeder gibt er seine Interpretation. Ja, und wie haben wir jetzt das Recht, alle da drin zu haben im Chorsystem?